Servus Leute, was geht? Mein Name ist Exefanta und ich habe heute für euch Call of Duty Black Ops 2 und es ist ja schon wirklich Wahnsinn. Gestern ein Video, heute ein Video und heute, gestern geht es um Booster, heute geht es ums Addon für die Booster. Weil sie aus irgendeinem Grund meinten müssen, unter mein letztes Video ein paar Kommentare zu verfassen und da dachte ich mir, hey, weißt du was, auf die Kommentare kann ich schwer einfach so in Kommentarform antworten. Aus diesem Grunde mache ich es in einem Video, passend dazu das zweite Gameplay, das ich gegen diese Booster erspielt habe. Auf der Map Mirage, MP7 dabei, was haben wir noch dabei gehabt? Ach genau, ich war Level 7 oder 8, aus dem Grund habe ich ja eigentlich noch gar nichts. Ich habe Standard Killstreaks wieder, Drohne, Hunter Killer und Blitzschild. Ach, das sind gar nicht mehr. Ich war da schon Level 10. Gut, dann war ich da schon Level 10, tut mir unglaublich leid. Für diese Falschauskunft. Aber gut, apropos Falschauskunft, wo wir schon dabei sind. Die werten Damen und Herren, vereinigten Damen, Denise und Yvonne, die unter meinem Video ihre Namen veröffentlichen mussten, aus diesem Grunde darf ich ja die Namen uneingeschränkt sagen, haben irgendwie gemeint, mir mit einem Anwalt drohen zu müssen. Und das ist eine super tolle Geschichte. An dieser Stelle möchte ich gleich ein paar Worte an euch richten. Macht es doch einfach. Wieso redet ihr groß drumherum? Wenn ihr so super toll seid und es machen wollt, na dann macht es. Keiner hindert euch. Macht es einfach. Warum ich das so einfach sagen kann, fragt ihr euch. Naja, ich habe mit dem Partnernetzwerk TGN einen Vertrag, was der mir auch jegliche Rechte an der Spieleserie Call of Duty zusichert. Das heißt, ich darf die Spiele uneingeschränkt veröffentlichen. Das betrifft jetzt Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 1, MW3, MW2, MW1, Call of Duty 1, 2, 3 eingeschlossen. Das heißt, ich darf sie zeigen und im Internet veröffentlichen, den Sound mit eingeschlossen. Das Ding ist halt, dass es sowas wie Community-Richtlinien gibt, die besagen im Endeffekt nur, dass man sich eben angemessen verhalten soll im Internet, also von Black Ops 2, die besagen halt nur, dass man sich im Internet angemessen verhalten soll, was ihr ja nicht getan habt. Mal abgesehen davon, dass ihr euch eben, wie gesagt, nicht angemessen verhalten habt, was ihr nochmal am Ende dieses Video hören werdet, was ich damit meine, und zwar einfach die Beschimpfungen, die ihr getätigt habt, habt ihr auch noch die Spielmechanik bisschen missbraucht, diese Melden-Funktion, denn ihr habt mich gemeldet, somit eine Falschaussage getätigt. Dieser Anwaltskram, den muss ich ganz kurz einfach bringen, denn damit ich denen ein bisschen die Äuglens da öffnen kann, diese Re-Kids-Äuglein, die ich euch unbedingt mal öffnen wollte. Ihr habt mich gemeldet, obwohl ich noch nicht mal mein Headset dran hatte, ihr habt mich wegen anstößigen Schweigen gemeldet. Allein die Tatsache zeigt mal einfach, dass ihr ein bisschen geistig abwesend wart, während ihr das alles gemacht habt, und jetzt versucht ihr euch krampfhaft zu verteidigen und drum mit einem, weil die Sache ist schon etwas lächerlich, wenn man es mal irgendwie bringen wollt. Und meine Aussage damit an meine Abonnenten: Leute, lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr im Recht seid zu 100%, dann eventuell googelt nochmal ein bisschen, damit ihr euch komplett sicher seid, und danach könnt ihr sagen, na macht's einfach, denn diese Leute werden dann zu 100% noch aggressiver und werden versuchen, mit jedem Mittel durchzugreifen, aber es wird nicht funktionieren, weil ihr es nicht könnt. Ganz einfach, fertig. Ihr könnt das Spiel nicht spielen, ihr könnt mir nichts anhaben, was könnt ihr eigentlich? Und ich will euch da jetzt nicht beleidigen oder so, denn in Wirklichkeit bin ja ich das Mobbingopfer, ich armer kleiner Junge, ich bin zwar nicht mehr kleiner Junge, aber ich armer kleiner Junge wurde im Internet gemobbt. Ihr habt mich beschimpft und beleidigt aufs Schlimmste. Sieht man nochmal am Ende dieses Videos, by the way. Das heißt, den Beweis habe ich auch dafür. Und es ist schon ein bisschen traurig. Und deswegen meine traurige Geschichte. Ich habe sie halt im Internet ein bisschen veröffentlicht. Und wenn man es mal aus dieser Perspektive betrachtet, selbst wenn irgendein Anwalt so geistesabwesend ist und eure Geschichte so ein bisschen sagt, okay, da können wir was machen, wird er damit seinen letzten Nerv verlieren und euch nur mal krampfhaft auslachen. Aber bitte, wenn ihr es machen wollt, ein Anwalt kostet einiges an Geld. Wenn ihr Geld verbrennen oder verschießen wollt, dann macht das doch einfach. Und an dieser Stelle dann noch eine lustige kleine Information für meine Abonnenten. Ich kann ja nicht, oder für alle anderen, nein, ich mach das so. Eine Information an die Denise und die Yvonne, die so weise waren und unter meinen Videokommentare veröffentlicht haben mit ihrem echten Namen. Ich habe eine klitzekleine Randinformation für euch. Wenn ihr schon Kommentare schreibt, dann nehmt doch bitte einen Alias. Was bedeutet ein Alias? Naja, so ein anderer Name, der euch repräsentieren soll. Um das nochmal ein bisschen klar auszudrücken, wenn jetzt jemand, also ein Abonnent von mir oder sonst irgendeiner, der das Video sieht, auf die Idee käme, eventuell mal Denise Wallmeier, Wallmeier Debers und Yvonne Ettinger in Facebook einzugeben und eventuell ein bisschen über Facebook was zu suchen, dann eventuell die Denise nur als einzigen Eintrag in Facebook findet, bei der Yvonne halt mehrere findet und dann irgendwo Querverbindungen sucht, wie zum Beispiel die Paragraph C-Nation Gruppe, Paragraph, in der zwar der X-Dennis94XNix nicht anwesend ist, also kein Dennis, keiner mit dem Namen Dennis ist wahr da zu finden, aber wenn man dann irgendwie die Yvonne Ettinger und die Denise Wallmeier in derselben Gruppe findet, dann ist das schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass man die verehrten Damen gefunden hat, und dann kann sich auch jeder ein Bild davon machen, und was man weiter mit diesen Seiten dann macht, das kann keiner wissen. Aus diesem Grund möchte ich euch eine kleine Randinformation zukommen lassen. Eventuell benutzt ihr das nächste Mal ein Alias. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich meine, meine Gedankengänge habe ich euch jetzt einmal offen dargelegt.
wenn ihr wirklich einen Anwalt einschalten macht, dann bin ich 100% für euch, macht es einfach. Ich habe da null Probleme damit und an meine Abonnenten, wie gesagt, nochmal, lasst euch nicht einschüchtern, wenn irgendwer glaubt oder meint, ihr müsst euch beleidigen oder sonstige Scheiße machen und dann mal irgendeinem Bullshit droht, macht's da einfach, ihr seid im Recht 100% und Yvonne, ich lasse dir das letzte Wort. Sandra, du Hure, verpiss dich mal. Ach so? Hast du der alle Dreckschlampe? Ach so? Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Exefanta, ich wünsche noch einen angenehmen Tag, weiter ganz schön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Überlegt man sich, was kaufe ich mir, PS4, Xbox One, kaufe ich mir überhaupt was oder werde ich ein bisschen warten und bei mir wird es ziemlich sicher so sein, dass ich sowieso ein bisschen warten werde und mir den anders kaufe.